Mein Name ist Ronja Wiese. Mein Name ist Matthias Brandes. Und wir beide für die Regie zu dem Stück Schanch und das Rosenbeet. Oder Die Hengst, wie alles begann. Das Stück wird einigen von euch bekannt vorkommen. Und zwar ist es die Vorgeschichte von unserem Stück im letzten Jahr zum Henker mit den Hengst. Aber da braucht jetzt keiner die Sorge haben, dass er das nicht schauen kann, weil es ist die Vorgeschichte davon und hat mit der eigentlichen Geschichte vom letzten Jahr nichts zu tun. Also die bauen so gesehen nicht aufeinander auf. Jeder kann kommen, auch wenn er das andere Stück nicht gesehen hat. Bei der Pelkumer Spielbühne haben wir den Luxus, dass wir uns alle schon länger kennen. Wir arbeiten schon lange zusammen und es ist immer so, wenn wir uns für ein neues Stück entscheiden und wir haben dann die Bücher, lesen die Rollen, dass wir dann immer schnell wissen, wen wir wie besetzen wollen. Wir haben ja auch eine große Auswahl an Spielern in allen Altersstufen, sodass wir, weil wir sie gut kennen, so wie die da hinten, einfach jeden in die richtige Rolle reinsetzen können. Ja, ich muss dazu sagen, für mich ist es auch das erste Mal, dass ich als Regie arbeite. Also ich konnte mir das schon lange vorstellen, weil ich immer so mitfühle mit den Schauspielern und viele Ideen hatte. Und es ist auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, nicht selber auf der Bühne zu stehen, sondern alles mal ein bisschen mehr von außen zu betrachten. Ich habe jetzt schon das dritte Mal Regie mitgeführt, jetzt das erste Mal eben mit Ronja zusammen. Und ich habe mir diesmal den Luxus gegönnt, auch mal selber mitzuspielen. Und ich muss schon feststellen, es ist eine große Herausforderung, auf der Bühne zu stehen und gleichzeitig Regieanweisungen zu geben. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Ronja da ist und die Regie dann eben in die Hand nimmt, wenn ich nicht da bin. Ich heiße Christel Dubke und bin bei diesem Stück die Soufflöse. Und mein Name ist Erkan Kütschig und ich bin zuständig für die Werbetechnik und die Grafik. Soufflöse zu sein ist überhaupt nicht einfach, aber es macht auch Spaß, ist lustig und man muss immer auf der Höhe sein und die Mitspieler richtig motivieren und immer wieder in die richtige Szene bringen. Vor allem verlässt man sich auch immer auf dich, ne? Du bist eigentlich die wichtigste Person, die man gar nicht sieht im Hintergrund. Ja. Ja, und mein Job ist es, wie gesagt, die Werbung zu übernehmen und ich hatte auch jetzt den Trailer gedreht. Was vielleicht einige nicht wissen, ich bin nicht mehr im Lande, ich bin nach Spanien ausgewandert. Deswegen finde ich das ganz toll, dass ich immer noch ein Teil von euch sein darf und wenigstens die Werbung für euch machen darf. Das ist toll. Also mir macht das richtig großen Spaß und dass wir auch immer positive Resonanz bekommen für unsere Trailer, für unsere Fotos. Das ist einfach toll. Dafür machen wir das ja. Das ist das Einzige, was wir wollen, dass die Leute uns mit einem Lächeln verlassen, wenn sie hier von der Bühne, wenn sie hier aus der Aula wieder gehen. Und wir sind richtig stolz auf dich. Ach, danke. Ich bin stolz auf euch. Quatsch. Ja, also das ist einfach, wir sind eine richtig große Familie, das macht immer wieder Spaß hier. Hi, mein Name ist Emily Spade und ich spiele die Rolle der Emmett Shoot Ash. Und ich bin Simon Stragis und ich spiele den Perry. Diese Rolle ist meine erste Rolle in einem Erwachsenenstück. Ich habe schon viele Male in einem Kinderstück oder an Kinderstücken teilgenommen, aber es ist das erste Mal in einem Erwachsenenstück und deswegen versuche ich mir diesmal richtig viel Mühe zu geben. Und für mich ist es aller Voraussicht nach leider komplett andersrum. Für mich ist es das letzte Stück. Man wird erwachsen, das Studium ist zu Ende und dann bin ich wahrscheinlich leider weg aus Hamm. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Ihr werdet überrascht sein, was hier alles so passiert, wer wen umbringt, welche Intrigen hier gespannt werden. Ja, also es lohnt sich wirklich, vorbeizuschauen. Und ihr werdet schon sehen, was passiert.